So, weiter geht's heute mit Breakfast. Und wir machen heute weiter. Wir haben ja in der letzten Folge mal ein bisschen auf die Fresse gegeben. Heute, wir haben 8 Rennen insgesamt. Diesen International Pro Tour. Dann fangen wir das heute an, falls wir überhaupt ein Auto dafür haben. Den Schoolbus würde ich nicht unbedingt nehmen. 202 Hammerhead. 232 Boomer. Alter Verwalter. Ich glaube, die Killer Bee ist schon, glaube ich, auf höchster Tour. Ja, wir fahren sie trotzdem. Ist egal. Komm, geh mal rein ins erste, in den ersten Lauf. 8 Runden haben wir. 8 Rennen. Wollt ihr die heute komplett schaffen? Weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Mal zum Abschluss der alten Woche können wir noch mal ein bisschen weiter. Können wir heute noch ein bisschen ganz, ganz viel fahren. So, Norfolk Wing heißt der erste. Bleibt mindestens eine Runde in Führung. Das ist unsere Aufgabe. Gucken wir mal, ob wir heute so auf die Reihe bekommen. Heute gibt es nicht unbedingt nur auf die Fresse geben. Ich weiß nicht, wie das Turnier so läuft. Aber es kann auch sein. Boah, Alter. Rubber Duck. Heißt auf Deutsch Gummiente. Geht's nur so nebenbei. Gerade für die Leute, die es ja gerne wissen. Aber die. Ah, der hat es einen mitgegeben. Da haben wir nämlich ganz leicht einen Schlag nach dem Heck von ihm bekommen. Und das reicht dann manchmal, um einfach den Abflug zu machen. Aber jetzt wollen sie gerade alle richtig an uns ran. Hau ab! Du hast es aber gerade. Der hat es aber jetzt gerade. Jetzt hat er zwei. Er hat einmal danach gelegt, hat noch nicht ganz funktioniert. Und jetzt im zweiten Mal hat er es dann. Ich hätte gerade, wenn ich gerade zum Spiel war, oder was? Momentan war 8er. Also, wir sind 2 Runden. Oh, Lauf. Halt doch jetzt endlich ab, ey. Geh mal weg von meiner Seite, Mann. Nerv mich gerade. Mein Ab und an ist das in Ordnung. Jetzt geh weg von mir endlich, ey. Also es ist 14. momentan. Ich meine, wir haben das Turnier auch gewonnen. Nach dem 19. Platz im ersten Lauf. Oh, da ist schon einer raus. Okay. Da kann ich nichts für, da war eine scheiß Bodenwelle. Und das Traurige ist, dieses Geschwindigkeit zu hoch, wenn du in der Luft bist. Och, Big Papa, geh mir. Dankeschön, dass Sie mir den jetzt mal abrollen. Weil mir der Typ geht mir gerade so ein bisschen auf die Nüsse. Ich meine, 9. sind momentan nur. Ich habe mich jetzt gerade noch ein bisschen raus aus der Menge da. Ach, Mann! 10. nur am Ende. Big Papa, der ging mir so auf den Sack die ganze Zeit. Der ging mir nur, hing mir nur am Heck die ganze Zeit, versuch mich wegzudrehen. Und wird deswegen auch noch 9. Weißt du, so eine Kacke da. So, 2. Lauf, komm. Ist doch nichts verloren. Am ersten Lauf. Na gut, dem sind wir 19. geworden.
So. Auf geht's. Auch hier wieder nur 3 Runden. Also ich glaube die 8 Runden, die 8 Runden können wir heute komplett hin. Weil wir haben letztes Mal 8 Rennen gefahren mit 6 Runden, also sowas. Das geht schon irgendwie. Aber ab jetzt von mir. Ja, erste Runde geht schon mal an die Kellerby. Ich habe ja kein Problem, wenn sie mich einmal kurz ein bisschen rammen, aber wenn sie dann wie im ersten Rennen, beziehungsweise am Dienstag im ersten Rennen, alle einen überschwemmen und man noch Zweiter ist vor der Kurve, und dann am Ende 19, damit dann sowas nervt dann. Oder wenn der eine hat, der wirklich der penetrant an der Backe klebt die ganze Zeit und sich wirklich mit Absicht die ganze Zeit versucht, in die Wand zu lenken und zu drücken und was auch immer, nervt sowas einfach. Das ist halt das, was ich überhaupt nicht aufhöre. Ich meine, dass man mal immer einen Schlag wegbekommt oder das ist halt das Rennen, das ist halt Wreckfest, das ist halt. Das passiert halt einfach. Aber gut, gucken wir mal rein. Ob wir das heute wieder nach Hause fahren, das Ding hier. Wir sind weit weg. Wir sind 7 Sekunden weg. Also könnten diesen zweiten Lauf, wenn nichts Dramatisches passiert, dazu passiert jetzt ein bisschen auch auf, könnten wir diesen zweiten Lauf nach Hause fahren. Wir haben 6 Sekunden, jetzt sind wir 6,5. Können wir es ein bisschen weglassen, die Jungs. Ja, genau das meine ich. Das ist wieder einer, der meint, ein bisschen rumstehen zu müssen. Gut, dass er sich komplett rausgehalten hat, ich gesagt, aha, der Führer, der den knall ich so trotzdem mal weg. Ist nicht passiert, wir sind Erster und das war's. Jawohl, wir sind zurück im Turnier. So, gehen wir rein ins Lauf Nummer 3, liebe Leute. So, gucken wir mal kurz ins Klassement, wo wir momentan stehen. Auf 4, 125 Punkte, der Führer hat 150. Das heißt, wir sind mit Platz 2 in Raggrift, egal, ja. Aber gut, alles ist gut. Wir müssen noch mal ein bisschen rein. So. Los geht's. Lauf Nummer 3 da. Also, es geht halt momentan erstmal gegen Gravedigger, der führend dann momentan mit 25 Punkten den Vorsprung hat. Also, ja, mal gucken. Alles noch möglich. Alles gut. Das ist Gravedigger. Das ist ja komische Kombi hier. Aber gut, wir haben den ersten Lauf. Jetzt wollen sie. Gravedigger, das ist der komische Volvo-Verschnitt da vorne. Der soll ruhig mal in Ruhe mal alles wegräumen. Ist mir wurscht. Der soll sich dahin mit dem. Ah, da ist einer, der ein bisschen von der Seite kommen will. Ja, aber. Unser Keller, wie macht's doch? Der Crazy Tank, der ist auch nicht ganz ohne. Den habe ich jetzt gerade ein paar Mal in die Wand leicht in die Wand geschoben. Also nur wirklich leicht. Ich meine, das passiert immer mal, das war jetzt keine Absicht. Naja, ich kann. Aber ja, wir führen auf jeden Fall ein Rennen an. Ja, auf dieser Strecke 8 Rennen haben wir insgesamt. Wir sind in Lauf Nummer 3 und gleich mit Beginn der zweiten Runde wollen wir das Ding hier zumachen. 8 Rennen gibt es, wie gesagt. Und wir führen. Wir sind momentan auf der ersten Flammposition. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Momentan führender an diesen Läufen ist momentan der gute Gravedigger. Dann haben wir noch Crazy Tank, der da irgendwo mit drin ist. Der, glaube ich, das erste Rennen gewonnen hat. Wo wir ja auch nur 10 Tage geworden sind. Im letzten Lauf, kurz Erinnerung, haben wir für uns ziemlich deutlich entschieden.
Und jetzt müssen wir uns gerade so ein bisschen wehren gegen Shovelhead. Heißt sowas wie Schaufelkopf. Ah, Crazy Tink, der will auf jeden Fall uns das mal weg haben. Ja, hat gar keinen Bock gerade auf uns. Und schiebt uns dann mal komplett in die Wand. Und das ist genau das, was mich einfach aufwendet. Was mich dann einfach nervt, wenn er dann wirklich penetrant an der Seite geklebt, den an der Seite hängst. Um wirklich mit Absicht irgendwen komplett nur das Rennen zu zerlegen. Wenn immer mal so eine leichte Berührung gibt es. Jetzt geht weg. So, leider ist es nicht die letzte Runde, weil dann hätten wir nämlich diesen Lauf gewonnen. Also genau, mit einem ganz, ganz knappen Vorsprung in unsere letzte Runde hier. Ja, der, das ist genau, ja, er will jetzt gerade. Der ist jetzt gerade ein bisschen Kohle überwiesen bekommen und hat gesagt, ha, schießt den Führer da vorne mal weg. Wir wollen hier diesen Lauf holen. Ich will mich mit diesem, mit dem Laufsieg im Lauf 3 will ich mich natürlich zurück in die Gesamtwertung kämpfen. Es wird ein hartes Stück Arbeit, aber das wäre ein so wichtiges Ding. Klar, jeder Sieg ist wichtig, aber mit einem guten, guten Ergebnis im dritten Lauf, weil wir haben ja dann noch nur 5. Ah, das war zu viel. Da bin man über die Wand, über das Ding gesprungen. Und das ist jetzt genau das Problem, was überhaupt nicht gut ist. Weil Grave Digger führt dann Lauf jetzt an. Und damit schenken wir ihm den Sieg im Lauf. Damit schenken wir ihm den Sieg. Und das war ganz, ganz böse, bitter. Das war so unnötig. Da bin ich über die Wand, über die irgendeinen Hubel oder was auch immer geflogen. Und Mann. Ärgert mich gerade so ein bisschen. Das Set war eigentlich meiner Meinung nach jetzt gerade so ein unnötiger zweiter Platz, dann hätte ich nach Hause fahren müssen, den Sieg, weil, wie gesagt, Klasse Moor, gehen wir mal rein. Grave Digger führt mit dem dritten, mit dem Sieg. Erster, zweiter, dritter. Und er hat 45 Punkte Vorsprung. Das war genau das, was jetzt bitter war. Er war nämlich der Führende. Und dem haben wir jetzt quasi mehr oder weniger diesen Sieg geschenkt. Mann. Ja, das ist das Problem. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen reinkommen. So. Lauf Nummer 4. Ja, also, jetzt müssen wir gucken, dass wir ein bisschen was machen. Bei dem guten Grave Digger müssen wir heute ein bisschen an die... Müssen wir heute ein bisschen an den Kotflügel, das ist natürlich jetzt nicht gut. Das ist natürlich blöd, dass wir jetzt so weit rausgekommen sind, richtig? Ne? Weil eigentlich können wir uns schon fast gar nicht mehr erlauben, jetzt irgendwie heute zu verkacken. War natürlich klar. Und da kommt noch einer hinterher und sagt dann, ha, den jag ich noch und weg. Das hoffe ich gerade so ein bisschen. Oh, Grave Digger hat auch seine Probleme. Hängt jetzt mittig im Feld, der ist momentan auf Platz. Ja, der hängt jetzt ein bisschen davor. Hey, so, vor uns. Momentan auf 14, 15 ist er jetzt. Nee, 14 ist er. 14 sind wir. Ich arbeite mich jetzt ein bisschen nach vorne, weil ich will ihn gerne eigentlich heute mal ein bisschen wehtun. Rausgedreht, der aber gerade für mich ja unnötig ist. So, Vierter sind wir jetzt. Nach der ersten Runde, nachdem diese Runde so schlecht angefangen hat eigentlich. Wir sind so schlimm verkehrt drin gewesen. Aber Crazy Tank, der ist auch da irgendwo noch mit drin da vorne, ne? Der musste. Aber wie gesagt, erstmal jetzt gegen Grave Digger, da müssen wir ein bisschen rankommen, dass der auf jeden Fall erstmal ein bisschen was zurückfällt. Ah, es geht hier nach links und nicht nach rechts. Ich hab's wieder den gleichen Fehler gebaut. Come on.
Lagt euch schön. Nee, ich hab mich schon mal... Ah, genau, Crazy Tank. Legt noch mal einen nach, mein Freund. Aber das ist mir gerade wollt. Jetzt führen wir mal einen Rennen an. Hier geht's lang. Links, links, links und nicht gleich rechts. Wir müssen gleich aufpassen, wir können. Wir müssen jetzt gerade gucken, dass wir jetzt in Führung bleiben. Letzte Runde geht jetzt gleich rein. Nicht den blöden Fehler nochmal einbauen. Wir müssen gleich, wir müssen gleich nach links diese Abzweig. Und zwar hier. Ja, diesmal hat's gepasst. Nein, 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 nein! Nein! Das war mir fast klar, dass dieser scheiß Baum da noch irgendwo steht. Wir rutschen in den Baum und vorne führt wieder ein anderes Auto. Wieder so ein Lauf, oder? Aber diesmal mal. Ganz viele Autos. Gravedigger ist nicht mit drin. Wir können jetzt mit dem Laufsieg wieder ein bisschen mit reinkommen in dieses Turnier. Ich versuche mich jetzt ein bisschen zu wehren, wenn es irgendwie möglich ist. Zumachen, die Lücken zumachen, nicht irgendwas auflassen. Gravedigger ist nicht mit drin, ist Minimum 5 da. Das heißt, wir haben einige Punkte gut gemacht. Gewinnen diesen Lauf. Yes! Sind wieder drin. Wo ist er denn gelandet am Ende, mein Freund? Oh, auf 16 Uhr? Damit hat er schon mal gut was liegen gelassen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Diese 45 Punkte, die müssen wir nämlich noch kleiner kriegen. So, ein Lauf, ein Dings haben wir jetzt gleich noch. Also, jetzt sind wir sogar führender. Jetzt haben wir nämlich den Rückstand von 25 Punkten in einem Vorsprung auf 45 ausgebaut. Vor dem 5. Lauf, also die Hälfte haben wir durch. Los geht's. Lauf Nummer 5. So, auf geht's. Wieder 3 Runden. Lauf 5. Wir haben das Turnier irgendwie so splitten. Das ist halt sehr. Wir sind halt 8 Rennen, ne? Aber alles gut. Boah, da war nicht viel mehr an Platz. Klatsche, nimm mal in der Mitte. Also ja, wollen sie gerade. Also der 2-3 wollen auf jeden Fall da vorne liegen. So, jetzt sind wir erster, momentan dritter, Entschuldigung. Was habt ihr denn eigentlich mit die ganze Zeit mit dem Weg? Was habt ihr die ganze Zeit mit mir mit dem Wegdrücken? Ich habe das Gefühl, dass die sich gegenseitig ein bisschen in Ruhe lassen und wenn es dann machbar ist, dann haben wir noch, einen zweiten. Hauen sie mich noch weg. Der nächste, zack. Ich habe keine Chance, irgendwas zu reißen gerade, weil sobald ich irgendwie nur nach vorne komme, kriege ich einen mit. Mein Kumpel hier vorne, der ist ja 2, im Moment auch noch 4.
So, dich habe ich erstmal rausgenommen. Bloß nicht irgendwas. Bloß nicht, dass du da vorne. Na, da vorne sind noch mehr Autos. Jetzt sagen wir es mal Big Papa. Mit dem ich so ein bisschen meinen Spaß im letzten Rennen schon hatte. Der aber auch jetzt sich extrem breit macht. Jetzt auch nicht. Ich habe einen kleinen Fehler eingebaut. Aber dann sehe ich doch wert. Damit haben wir da diesen Laufsieg verloren. Und da werden zumindest nur Dritter. Da vorne war keine Chance heute zu kriegen. Ganz knapp vorne. So, Alter, was ist das für ein Rennen? Viele Punkte kriegen wir nicht. Aber wichtig ist, dass wir erstmal ein bisschen Abstand nach vorne kriegen. So, nächster Lauf. Lauf Nummer 6 heute. Ich guck mal gerade, wie es aussieht. Ah, momentan 50 Zähler immer noch vor Troublemaker. Ja, das ist immer noch ziemlich eng da oben. So. Gut, Lauf Nummer 6, wie gesagt. Auch hier wieder 3 Ründchen. Ja, versuchen wir uns das heute. Na, heute noch nicht, aber versuchen wir morgen. Boah, Alter, das ist genau das, was ich meine. Mit Absicht da noch jemanden wegzuhauen. Man bleibt dran am Arsch. Man klebt sich da dran und sagt dann, dich hau ich irgendwo in den nächsten Ball. Das ist mir gerade ziemlich egal. Das ist jetzt gut für uns hier. Das war jetzt gerade der Graffiti Guardian nicht. Haut da mal ab, bin ich von mir. Gehen wir nicht alle auf gleich die. Auf den Zwirn. Ja, Troublemaker, der war, glaube ich, auch schon mit dabei. Der ist, glaube ich, der zweite momentan, der mich verfolgt. Klump. Und zwei uns mittlerweile. Ah, ich will dieses Rennen eigentlich gerne gewinnen, um einfach mal noch ein bisschen Druck aufzubauen auf den Rest. Vor dem nächsten wichtigen WM-Lauf. Upsi. Hä? Auch in ernsthaft. Das war jetzt keine Absicht. Crazy Tank, was machst du denn da, mein Freund? Ernsthaft, du schießt als überrundet, da kommst du dem Feld entgegen und schießt mich weg? Was bist du denn für eine Flachpfeife gerade gewesen? Aber was ist das denn für eine Assi-Aktion? Habe ich jetzt gar nicht verstanden. Der kommt, fällt einfach entgegen und schießt mich dann weg. Weil das geht mal gar nicht, was er da gerade abgezogen hat. Ach, geht mir doch nicht einer. Ich bleib wieder auf der normalen Strecke, weil das ist mir ganz zu heiß. Weil da bin ich jedem Abend ein bisschen durch den Sprung abgekürzt und hab den abgeputzt. Der nächste Volldepp, der da noch rumsteht. Hört auf da irgendwas zu machen. Jetzt hat das. Aber gut, das war auch genauso assi. Das geht nicht. Für mich ist es jetzt der Sieg, aber das geht nicht. Die stehen da rum und drehen sich und hauen dann einfach dem Feld da vorne weg. Ich habe den Sieg jetzt natürlich wegen geholt. Klar, ich beschwere mich jetzt darüber. Trotzdem, ich beschwere mich eigentlich nicht, aber trotzdem. Ich find's assi. Ich find's einfach assi gerade. Okay, naja, egal. DNF, Nestinator, Crazy Tank, der ist raus aus dem Sieg. Danke, Big Bob. Das heißt, einige haben sich auf jeden Fall sehr böse verabschiedet. Grave Digger, der auch dran war an uns, so weit zurück.
Also für mich war es gar nicht mal so schlecht, jetzt gerade dieses Rennen einfach zu gewinnen. So, gucken wir mal aufs Klassement. Momentan haben wir einen Vorsprung von 70 Zählern. Okay, das heißt, wir können mit dem nächsten Sieg eigentlich... Was hatte ich gesagt? Eben 425 haben wir 50, kriegen wir, ne? Wenn wir jetzt gewinnen, sind wir durch. So, auf geht's. Lauf Nummer 7. So, los geht's. Jetzt noch ein Sieg. Wichtig ist, jetzt das Ding irgendwie noch nach Hause fahren. Vernünftiges Ergebnis raushören. Wir haben momentan fast noch 70 Punkte, wir haben noch 2 Läufe. Jetzt haben wir viel, viel Glück dabei gehabt, dass wir durchfliegen konnten und nicht irgendwie noch hingeblieben sind unnötig. Crazy Tank, du kleiner Asi. Du kleiner Vollasi, dass du dich eigentlich komplett ist. Ja, natürlich. Du bist ein Asi. Tut mir leid. Ist das nichts anderes? Ist es klar? Er hat eben schon einen abgeräumt. Du, haut doch mal ab jetzt. Patsch, der Nächste. Alter, gehst du mir gerade auf den Nüsse, mein Mann. Ich kann den Typen gerade nicht ab, ey. Der geht dir mir auch. Nach dem letzten Lauf habe ich ihn sowieso gefressen. Wie gesagt, dass er berundet hat, dem Feld entgegenzufahren und den Führenden wegzuknallen. Tut mir leid, aber kann ich auch Formel 1 Online-Lobby zocken. Das ist genau der gleiche Scheiß in Grün. Aber das geht jetzt auch nicht. Und jetzt gerade auch genauso. Du bist doch schon mit dem Getümmel drin und man haut da einfach ohne blind rein. Naja, alles gut. Den hat's aber auch. Schöner. Ich glaube, da haben wir in unserer Meldung gerade drin gehabt, dass wir da eine leichte Berührung haben. Ich meine, es geht immer mal eine leichte Berührung, ja. Aber nicht solche Assi-Moves, wie der jetzt da versucht hat, eben zu machen. So, wir haben mal Crazy Tank, der war eben mit dabei. Ne, Crazy Tank war es nicht. Das kann ich jetzt der zweite Führung, wie der eben der Führende war. Oh, da bin ich bis weit raus. Das darf jetzt nicht so allzu häufig passieren. Das Vicious. Gut, das kann passieren mit dem Drehen. Das hat mich dann noch berührt, das ist nicht passiert. Das ist, da habe ich ein bisschen mitgeholfen. Mit. Den habe ich jetzt vor mir, mein bester Freund. So, diesen Lauf geht an uns. Damit müssen wir das Ding eigentlich durch sein, zu sein. Ja, Crazy Tank, dir wünsche ich so viel... Keine Ahnung. Alles gut. So. Oh, Miss Vicious, die hat sich durch den Dreher sogar noch... Warte, war die nicht Zweiter? Zwei, drei Kurven vor Ende zielt? War die ja, war ja sogar Führende. Und jetzt haben wir nur Elfter noch geworden, okay? Oh. So, letzter Lauf, liebe Leute. Dann haben wir's. Dieses lange Turnier, dieser lange Tag zum Abschluss dieser Woche geht zu Ende. Wir haben jetzt 4 von 7 haben wir jetzt gewonnen. Durch sind wir auf alle Fälle. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wir haben einen Vorsprung von 165 Zählern auf den Zweitplatzierten. Und damit ist es eigentlich ziemlich wurscht, was heute passiert. So. Gut. Gehen wir rein in den letzten Lauf.
Da wollen wir noch irgendwie mal wollen wir uns heute noch mal irgendwie versuchen zu verabschieden. Man, letztendlich ist es egal, wollen wir das 165 Zählern, aber wir können schon vorgerechnet. Das heißt, das Ding ist eigentlich durch. Gott sei Dank, das sind zwei Siegen in Folge, das ist jetzt erstmal wichtig. Daher gehe ich heute ziemlich entspannt ins Rennen und dann ist es halt einfach so im Moment. Aber auf einen habe ich abgesehen. Den hier. Dich, kleinen Vollassi. Der wünsche ich Fußpilz ohne Ende. Das ist mir sowas von scheißegal. Aber... Aua von mir jetzt ja nicht. Lass mich an den Typen da dran. Boah, das hasse ich wie die Pest. Jetzt habe ich dich. Du, kleiner Vollassi. Deine Aktion da in dem vorletzten Lauf, da hast du schön nochmal mitgespielt. Da hast du fast nochmal komplett gesagt, also du hast ins Ergebnis eingegriffen. Weil ich war Zweiter. Nein, letztendlich ist klar, freue ich mich über den Sieg in dem Lauf, aber ich war Zweiter. Er haut den Führenden gnadenlos raus, als man runnet, indem er dem Feld entgegenfährt. Und ja, das geht nicht, tut mir leid. Ich freue mich natürlich über den Sieg, aber so möchte ich kein Rennen verlieren. Weil die Runde vorher hat er nämlich mir gemacht, also mich auch dem Feld entgegengefahren und hat mich dann weggeschossen. So, jetzt weg mit dir. Grave Digger. Am Anfang warst du noch dran. Am Anfang warst du noch mit drin im... Oh, ab jetzt. Geh weg! Kusch! Lass mich mal anders spielen, du Boll. So, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir werden diesen letzten Lauf sehr wahrscheinlich gewinnen. Irgendwo muss jetzt die Ziellinie gleich kommen. Das muss jetzt durch die Kurve sein. Und das ist der letzte Lauf und wir gewinnen dieses Ding noch am Ende. Mit dem dritten Sieg in Folge. Am Ende war es dann doch ein relativ gutes, souveränes Turnier. Erster Platz, erste Runde nur 10. Platz, aber danach hat es durchweg funktioniert. Klar. Wie gesagt, einen Sieg, den wir geschenkt bekommen haben im vorletzten Lauf. Das muss ich einfach mal so knallhart sagen. Da wäre man im Zweiter gewesen. Vielleicht ein bisschen mit Glück dabei, hätten wir das Ding noch geholt. Aber wie gesagt, dadurch, dass der da, der Berundete, der da eingegriffen hat, dem Feld entgegenfährt, erst in der zweiten Runde mich wegschießt und dann in der letzten Runde den Führenden wegknallt, finde ich ein bisschen hart. Finde ich ein bisschen assi. Muss ich sagen. Aber gut, okay. Ich nehme, wie es kommt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter.